Na, wo sind wir denn? Wir haben LeChuck beim letzten Mal sauer gemacht, ne? Und jetzt? Jetzt sind wir selber die Doofen. Was habe ich denn alle noch mit? Kuchenattrappe haben wir noch dabei. Rasierschaum haben wir immer noch dabei. Broschüren haben wir mit. Das ist alles optional. Das wundert mich. Das heißt, am Zauberstab, an der Enzyklopädie, an den Rezepten und ich glaube, an der Piratenpuppe kämen wir eigentlich nicht vorbei. An dem Kram da oben auch nicht. Aber das, das und das hätten wir doch eigentlich nicht aufnehmen müssen, oder nicht? Dann gehe ich mal davon aus, dass wir es hier auch nicht brauchen. Aha, nicht abgeschlossen. Tja. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Das wird dein Untergang sein. Na, Digga? Kleiner, dicker Lauchbursche. Okay, da ist der Kutterköter und da ist Murray. Er hat ihn mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn verschwommen. Muss mich konzentrieren. Und Elaine retten. Ich muss Elaine retten. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Du bist nicht mein Freund. Es ist zum Schreien. Okay. Murray. Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Hallo, Murray. Hi, Murray. Hey, du bist's. Bist du schon tot? Du siehst so anders aus. Ich wär's nicht, gern. Murray. Nur verflucht. Verflucht? Das ist perfekt. Ich bin auch verflucht. Lass uns unsere verfluchten Kräfte vereinen und zusammen können wir die Welt beherrschen. Ja, darüber sprechen wir später noch einmal. Okay, da hinten ist eine Ratte. Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Können wir den irgendwie... Nein, das wäre zwecklos. Okay. Eine Hafenratte. Schmuggelhäschen, jawohl. Allerliebst. Kann ich mir was davon mitnehmen? Das ist nicht umsonst. Du musst gewinnen, um es zu bekommen. Eine Waage? Das ist kein Spielzeug, Kleiner. Okay, kann ich mich irgendwie schwerer machen? Nö. Okay, kann ich seine Zunge ziehen? Nö. Reden wir mal mit dem Kutterköter. Hier. Karen? Ich will mit deinem Vorgesetzten sprechen. Oh nein, lass das lieber, kleiner Junge. Allein der Anblick unseres Geschäftsführers hat Kinder, die älter waren als du, in Tränen ausbrechen lassen. Na gut. Bist du der echte Kutterköter? Darauf kannst du wetten. Und ich bin hier, damit du Spaß, Spaß, Spaß hast. Wie ist dein Name, kleiner Junge? Okay, zunächst einmal bin ich kein kleiner Junge. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mir zittern die Knochen. Das ist ja allerhand. Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen? Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate, kannst du dir aussuchen, was du willst. Wo ist der Haken daran? Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Behandle mich nicht so herablassend. Nun, es hört sich an, als wärst du ein Mann großer Taten. Du bist ein sehr gescheiter kleiner Mann. Das ist klasse. Lache, solange du noch kannst. Bald werde ich LeChuck vernichten und eure ganze Welt wird in Trümmern liegen. Darauf kannst du wetten. Und jetzt geh spielen, mein Sohn. Okay. Ich will jetzt mit jemandem Verantwortlichen sprechen. Das geht nicht, Söhnchen. Na gut, ich muss auf die Achterbahn. Ich muss auf die Achterbahn. Da möchte ich drauf wetten. Das macht Spaß.
Aber die Achterbahn ist nur für große Kinder. Ist mir egal, ob es unsicher ist. Ich muss mitfahren. Jetzt! Oh, nein, 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 Sohn. Es ist nicht, dass es für kleine Kinder nicht sicher genug wäre. Es ist nur, dass du viel, viel älter sein musst, um den schieren, hirntötenden Terror der Bahn schätzen zu können. Warte einfach ein paar Jahre und du wirst reif genug dafür sein. Du wirst dann auch Unmengen Süßigkeiten kaufen und essen können, wann und wo du willst. Genau wie die Erwachsenen. Das hat mir mein Vater auch immer gesagt. Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste 7 Jahre alt sein? Ha, falsch. Ich bin zufällig 20. Und hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Und ob ich das tue? Hier ist mein Beweis. Scum Schauspielergilde. Mitgliedskarte. Guybrush Threepwood. Alter 20. Ich nehme an, dass das stimmt. Such dir deinen Preis aus. Wie wär's mit einer Voodoo-Puppe? Nun, was weißt du schon? Es scheint, als ob dein Kumpel Kutterköter vergessen hätte, etwas zu erwähnen. Ich verstehe. Typisch. Ich vermute, dass dies nun einer eurer Prestigepreise ist. Und ob ich das tue? Willst du noch einmal spielen? Okay. Na gut. Ich würde schätzen, dass du 20 Jahre alt bist. Warte eine Sekunde, das ist nicht fair. Das Leben ist es auch nicht, Söhnchen. Heute hast du eine wertvolle Lektion gelernt. Und das ist der beste Preis von allen. Wähle noch einmal. Ich will diesen sprechenden Schädel haben. Ich will diesen sprechenden Schädel. Mit meiner ungehinderten dämonischen Macht werden wir die Welt beherrschen. Du hast recht, Murray. Wenn ich all diese Macht hätte, wäre die Versuchung des Bösen einfach zu groß. Ich nehme den Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Okay, der Anker gehört jetzt Sieh mir. Sieh in dein Herz. Ich bin der Preis, den du wirklich willst. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Es ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Kann ich ihn jetzt trotzdem noch mitnehmen? Ich kann nicht glauben, dass du... Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Gut. Ich hab den Anker. Wofür soll denn eigentlich ein doofer Haken aus Eisen gut sein? Was ist das denn? Es ist noch nicht... Es ist ein riesiger Stapel Merengebäck. Ja, essen wir mal, ne? Hey, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ja? Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Werde damit fertig. Ich bin ein echter... Endlich. Eine grotesk riesige, stinkende Ratte. Puh. Ja, Kind, was gibt es? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Das ist ein riesiger Rattenanzug, du kleine Rotznase. Was hast du erwartet? Rosenduft? Ein wenig schon. Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Okay, da passiert nichts mehr. Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um, der größte Spaß auf dem Rummelplatz. Ja. Ich den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis. Einen fantastischen? Schau dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen. Das ist ein gutes Spiel. Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast. Nice. Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Maring. Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht. Ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Ich will mit der Kanone schießen. Ich will mit der Kanone schießen. Entschuldigung, kleiner Junge. Du bist zu jung. Niete den Kerl um, ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind. Du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's. Okay. Wie ist der Kutterköter denn so privat? Was willst du von mir?
Ich bin nur eine riesige Ratte. Mir ist es nicht erlaubt, mich Ihrer Majestät, dem großartigen und mächtigen Kutterköter, zu nähern. Kannst du mich dem Kutterköter vorstellen? Nein, geht nicht. Jetzt hau ab. Was in aller Welt ist Mereng? Ich weiß nicht, Kind. Geschlagenes Eiweiß, glaube ich. Kutterköter ist wirklich cool, hä? Oh ja, er ist ein echter Heiliger. Er ist ja viel talentierter als jeder gewöhnliche Rattenmann. Gib einem Burschen ein großes Hundekostüm und er verwandelt sich in eine Primadonna. Du weißt, was ich meine. Ich wette, der Kutterköter bekommt viel Geld bezahlt, richtig? Und was wäre, wenn? Es setzt kein besonderes Talent voraus, einen großen Welpen zur Attraktion zu machen. Nun, Kinder dazu zu kriegen, sich bei einer Riesenratte herumzutreiben. Das ist Kunst. Ich wette, sein Anzug stinkt nicht einmal. Weißt du, du fängst wirklich an, mir auf den Wecker zu fallen. Ich wette, der Kutterköter könnte dich verdreschen. Könnte er nicht. Ich wette doch. Ich sag dir was, Kleiner. Warum gehst du nicht hin und schlägst ihn, kommst danach zurück und erzählst mir, was passiert ist, hä? Okay. Ach, schon gut. Er schießt dir die Kanone. Ja. Ich bin ein... Da steht Kuriositätenkabinett. Da steht Trixie, das Mädchen mit dem Giraffenhals. Nach allem... Da steht gefrorener Yeti. Ah. Da steht Achterbahn. Tja. Da geht's dann wohl zu Sam Max. Du hättest sowieso ein lausiges, untotes Monster abgegeben. Ich kann nicht dahin zurückgehen. Ich habe Todesangst vor Pantomimen. Okay. Na gut. Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht. Ja, Mary, ich weiß, du bist ganz schön sauer gerade. Ich versteh's. So, und wer ist er? Git. Der stinkt. Raus hier. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett, welche mit Mett. Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim, Hörnchen mit Schleim, Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Vierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, 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 frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Ich hätte gerne frohe Hörnchen, wenn ich darf. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Tschüss dann. Okay. Raus hier. Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Nichts da. Dieses Fahrgeschäft ist nur für große Kinder. Okay, das Schneehörnchen ist jetzt geschmolzen. Das heißt, ich habe hier ein aufgeweichtes Papierhörnchen. Das ist alles, was von meinem Schneehörnchen übrig ist. Na gut. Und was steht hier? Du musst so groß sein, um auf der Achterbahn mitfahren zu können. Ja, gut. Okay, ja, dann jetzt die große Frage. Was machen wir hier? Wir müssen den Fluch lösen, ne? Dann schauen wir mal, was brauchen wir denn dafür? Rumrotscher, gelb, nee, blutiger Stumpf, nee. Blauwal, Schleim mit Tonic, aufgeblähte Zecke, Sumpfzombie. Hier. Erste Behandlung bei Piratenkater. Vor einer nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen. Erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen. Ein Ei, Pfeffer, Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Haben wir hier doch alles. Glaube ich, oder? Pfeffer? Haben wir Pfeffer? Gibt's ein Pfeffer-Schneehörnchen? Ah, okay, warte mal. Was ist denn mit ihm hier? Können wir den irgendwie... Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Ja, ich weiß, aber interessiert mich nicht. Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Nö. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Das will ich sehen. Hör besser auf damit. Ja, ja. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Ich weiß. Alles klar, das reicht.
Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl! Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Okay. Ich hab das Haar eines Hundes, der mich gebissen hat. Wie Öl und Wasser. Wie Öl und Wasser. Wie Öl und Wasser. Wie Öl und Wasser. Was willst du mir sagen? Es sieht verdammt nach echtem Hundehaar aus. Ja, das reicht mir auch eigentlich. Also diese Merengue-Gebäcke sind aus... Ach, warte mal. Wir müssen uns irgendwie abschießen lassen hier. Ja. Ja!